Und damit herzlich willkommen zurück zu Spellforce Breath of Winter. Wir haben ihn gefunden. Da ist er. Der Knochenwächter. Stufe 22. Könnte funktionieren. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Denn ich habe noch was anderes gesehen. Denn hier gibt es tatsächlich noch Gegner auf dieser Map. Stufe 6, aber es sind alles XP und ich lasse ungern irgendwo XP liegen und wir werden uns um diese natürlich noch kümmern. Sollte allerdings mit normalen Attacken funktionieren. Die machen wir natürlich als erstes weg. Ja, also die Kira macht schon ordentlich Schaden mit ihrem Bogen. Wobei es ist, wie gesagt, Stufe 6 Gegner ist natürlich jetzt auch nicht so der große und los. Große Deal, sage ich jetzt mal, ne? Aber ich kann mich noch erinnern, wie wir von denen mal weggelaufen sind, ganz am Anfang, und wir werden natürlich uns jetzt hier zu wehren wissen. In die Schlacht! Was weg muss, muss weg. Also sogar noch Stufe 4. Schlagt sie zurück! Ja gut, am Anfang waren wir halt Stufe 1 und so weiter, ne? Das ist halt. Für die Rune! Oder Stufe 2 zu diesem Zeitpunkt, da ist man natürlich noch ein bisschen schwächlich auf der Brust. Kann vielleicht sein, dass es auch da oben, wo ich eben gewesen bin, auch irgendwie Gebäude, die ich zerstört habe, bei meinem Vorstoß in die Richtung möglich wäre. Ich weiß es schon nicht mehr. In die Schlacht! Feindlicher Angriff! Für die Freiheit! Für die Rune! Ja, wie gesagt, Stufe 22. Der wird auf jeden Fall nochmal interessant. Aber ich denke, könnte machbar werden, solange er meine Leute nicht one-shottet. Ein zweiter Nachteil ist natürlich, ich habe meinen Heiler jetzt natürlich aus der Gruppe geschmissen. Ne? Das war der Stufe 11 Biester. Der ist natürlich jetzt weg. Schnell! Hat der hier überhaupt einen Spawnpunkt, den man gerade nicht sieht? So, müssen wir jetzt lang. Wir müssen hier auf dieses Plateau hoch. Das heißt, wir werden hier unten wohl irgendwann da hochkommen. Mir nach. So, die Buffs lasse ich erstmal laufen. Der hatte auch keinen Mana-Balken, also gehe ich mal davon aus, dass Trägheit der Aura der Trägheit oder halt der Schwäche, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Wir machen mal tatsächlich Aura der Starre. Was war das denn nochmal? Kann ich das nochmal hier schauen? Zack. Aura der Trägheit. Da. Macht fein unmöglich. Ah, nee. Wir lassen das mal so jetzt. Und los! Folgt mir! Aber leichter zu treffen ist natürlich gar nicht mal verkehrt eigentlich, ne? Für. Ja, ich mach's einfach mal. Vorwärts! So schneller geht er vielleicht down. Schnell! So, jetzt sind wir hier oben. Erstmal einen Überblick verschaffen, ob er der Einzige ist hier oder ob er noch mehr irgendwo steht. Das sieht nicht danach aus. So, dann wollen wir mal. Go, go, go!
Vorsicht nicht. So, die Augen müssten alle raus sein. Ich habe jetzt alles raus, was geht. Ah, er geht gut runter. So, vergiftet ist er. Ja, easy peasy würde ich sagen. Also wenn er jetzt nicht noch irgendwie so einen Mega-Angriff rausholt. Haltet durch, Männer! Der macht ja irgendwie kaum Schaden irgendwie. Das war's schon, meine Damen und Herren. So, ein Panzerfragment. So, wir ticken zwar alle irgendwie noch so ein bisschen runter, das macht aber nichts. Aber war das jetzt das, was wir sollten doch. War das vielleicht gar nicht der richtige? Wir brauchen doch ein Knochenfragment. Jetzt haben wir einen Panzer. Schnell. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob es das Richtige ist, aber eigentlich müsste der das gewesen sein. Folgt mir. So, kann man hier noch irgendwas sammeln vielleicht? Hier von den Gräbern? Da ist was. Schnell. Ah nee, das ist der Knochenaltar, glaube ich, oder? Ja, das ist der Knochenaltar. Überall liegen Knochenteile. Ihr wisst nichts mit dem Altar anzufangen. Nee, können wir noch nicht, weil wir noch nicht alles zusammen haben. Oh, wir ticken aber schon ganz gut runter hier noch, hier die Schaden bekommen haben. Dieser negativer Zauber, der momentan auf die Figur wirkt. Ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich, die werden jetzt drauf gehen. Das macht aber nichts, weil das sind Runenkrieger, die kann ich nachbeschwören, das juckt also nicht. Die haben ihre Aufgabe erfüllt. Und los! Okay. Ich will mal was probieren. Tote erwecken. Ne, geht mit Runenkrieger nicht. Das geht tatsächlich nur bei den Runenmonumenten. Ich habe so einen dumpfen Verdacht. Kann das vielleicht sein, dass das überspringt? So, also die Mentalistin hat es nicht. Die beiden haben es. So, ich bin mal gespannt, ob das jetzt gleich überspringt. Ich gehe mal sicherheitshalber aus. Weil die hatten das doch alle gar nicht. Pestilenz. Weil Pestilenz, würde ich jetzt eigentlich denken, kann überspringen. So, wie gesagt, ich habe ein Panzerfragment gesammelt. Hier ist ja auch noch eine Menge. Oh, alles zum Aufräumen. Und hat die es bekommen? Nee, alles klar. So, dann. Vorwärts. Gehen wir hier lang. Folgt mir. Weil da sind wir dann doch ein bisschen schneller. Ich hoffe, das ist das richtige Teil. Ich würde mich aber wundern. Panzerfragment. Schädelfragment. Ja, das ist die Frage. So, haben wir denn was von diesem Blut? Ne, da haben wir alles noch nicht. Das müssen wir wohl noch. Brustpanzer eines Klingenwebers. Beinteil des Klingenwebers, Schädel des Klingenwebers. Wir haben doch drei Teile. Das heißt, ich kann die doch eigentlich abgeben, die Quest, oder? Beim Maskierten. Muss ich dann gleich nochmal gucken. Wobei, Moment, ich will mir jetzt den Spaß mal gönnen. Das mache ich jetzt mal. So, die sind ja eh alle Stufe 3 und so weiter. Einmal wenigstens, ob das mit dem Auslöschen jetzt bei denen wenigstens klappt. Einfach nur mal just for fun jetzt hier.
Man erinnere sich an die Dryaden, die man auf einer Karte der Hauptkampagne ja bekommen hat, wo man dann die ganze Ork-Armee quasi instant platt machen konnte mit dem ihren Auslöschen. So, da kommen wir schon die ersten hinterher. Also sie werden mich ja nicht töten. In dem Levelbereich muss ich jetzt nochmal alle zusammenziehen hier. So, gucken. So, quasi WoW-Tactics. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle. Okay. Achtung. Und? Na, geht doch. So, nee. Oh, was haben wir denn hier? Da ist noch eine Kiste. What the fuck? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Also was? Du hast jetzt eh nichts zu tun. Du kannst dich hier mal um die Gebäude kümmern. Die Kiste. Ich denke, sowas leuchtet da denn so? Wahrscheinlich ist da jetzt irgendwas drin, was ich schon die ganzen Zeit hätte gebrauchen können. Schließ die ein. Runenkrieger, zu mir! Das wäre es natürlich. Oder wahrscheinlich irgendein Items drin sein. Ja, ja. Nichts Außergewöhnliches. So, jetzt aber. Ich versuche jetzt einfach mal den Panzer bei dem abzugeben. Wenn das nicht das Richtige war, würde es ja bedeuten, dass ich nicht bei dem richtigen Schädelding-Typen war. Aber es würde mich wundern, ehrlich gesagt. Ich gehe davon aus, dass ich... Ich gehe davon aus, dass es das Richtige ist, nur vielleicht falsch genannt worden ist. Sehr interessant, ne? Denen ihre Gebäude bleiben halt auch kartenübergreifend immer drauf. Aber gut, ist natürlich auch klar. Die stehen halt immer am festen Ort, während ja man sonst immer selber die Basis aufbaut. Dann kann man die Gebäude danach gut dünken platzieren. Wobei ich schon denke, dass es damals auch schon eine Möglichkeit gegeben hätte, Gebäude kartenmäßig zu speichern. Ich denke, es hat eher Gameplay-Gründe gehabt, warum die sich dagegen entschieden haben. So. Ja, ich bin gespannt, ob das jetzt tatsächlich das Fragment ist, was wir brauchen. Aber da steht ja was von weiteren Knochen. Das zweite Knochenfragment. Aber vielleicht gehört das dazu, dieses Panzerstück. Das andere ist ja ein Kopfstück irgendwie gewesen. So, und dann muss ich den Maskierten aufsuchen. Findet die weiteren zwei Teile des Klingenwehrs und bringt sie zusammen mit einem Runenstein zum Maskierten. Den Runenstein habe ich vielleicht einfach noch nicht, oder? Doch, leerer Runenstein. Also muss ich gleich nochmal zu den Maskierten. Weil, wenn ich nicht allzu doof bin... So, jetzt haben wir das Ganze mal sortiert. Haben wir hier Brustpanzer, Klingenwerber, Beinteile und Schädel. Das sind drei Teile. Dann haben wir noch einen Teil eines Brizeps. So. Habt ihr den Kreischer gefunden? Ja, und die Knochen auch. Sehr gut. Bald haben wir die drei Teile zusammen. Wenn ich euch richtig verstanden habe, ist es Tradition, dass der Lehrling irgendwann die Knochen des Lehrmeisters erbeutet. Das habt ihr richtig erkannt, Mensch. Das heißt, der dritte Teil für meinen Satz sind eure Knochen, nicht wahr? Bleibt fern, ich Narr. Was lehre ich euch auch Traditionen des Blutes? Nur ruhig. So leicht mache ich es euch nicht, Mensch. Wartet. Okay, der rennt schon mal weg. Das ist ja spannend. Was sagt denn die Quest? Verfolgt Ashgord und verfolgt das letzte Knochenstück. Ups. Ja gut. So, dann kommen wir ja hier schon mal nachordern. Oh nein, geh bitte nicht da. Nicht da rein, bitte. Okay, mach da nicht. Es ist ja schon mal was. So. Die Rune ruft? Greift sie an! Irgendwas sagt mir, dass ich da auch die komplette Belegschaft für brauche. Aber schauen wir mal.
läuft er. Ich werde nur gleich aus den Augen verlieren. Im Nebel des Krieges. Der Wind ist günstig. Was wünschen Sie? Schione! Gebt mir ein Ziel. Lasst uns gehen. Niemand hält uns auf. Ja, ja, so rennt er davon. So. Natürlich doof, dass ich jetzt nicht weiß, wo er hingerannt ist. Will der vielleicht selber zu dem Knochenaltar? Das ist jetzt die Frage. Hier habe ich ja noch Sichtfeld. Also da jetzt lang gelaufen, das weiß man nicht. Ah, warum bin ich nicht schneller hinterher? Ah, jetzt weiß ich warum. Das steht hier oben. Ein Monument wird angegriffen. Stufe 12, okay. Na gut. Da wissen wir ja, wo er hin ist. Lasst uns gehen. Eventuell klappt das da mit dem Auslöschen dann auch. So. Zu euren Diensten. Ja, das Licht. Letzte Hütte kannst du jetzt auch noch wegmachen, dann stößt du wieder zum Trupp. Ich glaube, weil Gultag kann auch auslöschen. Ich glaube, somit dürfen wir relativ schnell die Skelette da hoffentlich wegkriegen. Auf jeden Fall, eins ist schon mal sicher, wenn wir das durch haben, gibt es auf jeden Fall weitaus oder mehr als ausreichend Knochen. Inklusive der von Gushgorg selber. Die Rune befiehlt? So. Zu Befehl. Komm da hin. Vorwärts. So, dann mache ich wieder Aura der Trägheit. Die Frage, warte ich jetzt, bis sie da ist? Die braucht ja noch mal eine Weile. So, der Stufe 17. Ja, sollte eigentlich alles nicht das wohl. Das ist wieder die Masse hier. So, 12, 12. Oh, 15er. Auch ein 15er. 16er. Ja, aber sollte trotzdem klappen. Wir warten mal, bis die da ist. Die Mentalistin. Die hat ja nochmal den Stärke-Buff, den ich verteilen kann. Ja, und da bin ich mal gespannt, was wir denn da überhaupt dafür kriegen. Ob das überhaupt nützlich ist. Für mich. Oder halt irgendeinen anderen, dem ich das ausrüsten kann. Kann ich ihr denn mittlerweile was ausrüsten? Ich hätte ja ein paar leichte Ledersachen gefunden gehabt. Aber die kann auch so Waffen tragen. Die muss kein Fernkämpfer sein. Das ist eigentlich gut. Falls wir jetzt eine Nahkampfwaffe kriegen, die ist ja auch relativ hoch. Was hat die? Ah, sieht man jetzt. Hier sieht man das, glaube ich, ne? Ja. Bogen 9, das ist natürlich gut. Und Stichwaffen 7. Ziemlich windig hier, muss ich gerade mal an dieser Stelle feststellen. Theoretisch kann ich hier auch wieder einen Goblin dazu holen.
Beziehungsweise drei Goblins. Das hat der Sound versagt. So. Auf geht's. Mir nach. Folgt mir. Auf geht's. Vorwärts. Stopp, du machst nochmal hier deine Aura an. Die hat so ein unschuldiges Gesicht irgendwie, finde ich. Sofort. Und los. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann erstmal ins Getümmel. Ah, ich habe natürlich meine Aura der Trägheit verloren. Die muss ich natürlich dann auch erstmal gleich verteilen. Und los. So, wenn die verteilt ist, würde ich mal sagen, Gultag und ich versuchen mal auslöschen zu spammen. Das sind eh alles Nahkämpfer. Das heißt, ich könnte eigentlich meinen Eisernen mal vorziehen. Der müsste ja auch eine Weile aushalten. Mir nach. Runenkrieger, zu mir! Schlagt sie zurück! Schließt die ein! Ein Angriff, wappnet euch! Schließt die ein! Sie sind überall! Okay. Feindlicher Angriff! Okay. Das sieht nicht gut aus. Feindlicher Angriff! Okay. Rückzug. Das hat mal offensichtlich nicht geklappt. Also wir müssen da was down fokussen. Auf jeden Fall ist was gestorben. Ich hoffe, der kann die nicht nachspawnen. Ansonsten müssten wir ihn komplett wegfokussen. Ja, da müssen wir tatsächlich die hier gecastet haben, versuchen wegzukriegen. Ich habe jetzt aber gar nicht gemerkt, welche das gewesen sind oder ob das Ashgorg eigentlich selbst war. Weil, wozu habe ich denn? Habe ich mich selbst vergiftet? Kann das vielleicht sein, dass es Zauberreflexion war? Möglich wär's. Dass ich mit Gultag ein bisschen spiele, mit seinem Megaschaden. Ich brauche auf jeden Fall schon mal hier. Mal Goblins nach. Vielleicht schaffe ich ja mittlerweile auch 4. Schauen wir mal. Die ich halten kann. Na, wir lassen es erstmal bei den. Den dreien, weil das die 3 geht auf jeden Fall. Jo. Ich glaube aber, das spawnt nichts nach. Das heißt, wir müssen im Endeffekt einen Gegner fokussen und dann so viel wie möglich wegmachen. Wahrscheinlich immer noch mal so. Der stirbt vielleicht noch am Vergiften. Das wäre top. Das wäre auch ein 16er, der dann weg wäre. Deswegen habe ich das Vergiften da noch drauf gesetzt. Hoffentlich läuft das nicht zufällig aus. Komm, zieh. Ja, ist ein bisschen Gegenheilung noch, komm. Jawohl, zack. Sehr schön. Der Wind ist günstig.
Meine Vergiftung könnte eigentlich mal abhauen, weil sonst wird das nämlich nochmal für mich eng. So, machen wir mal Aura der Trägheit. Okay. Ups. Und los. Die nicht vergessen mitzunehmen. Vorwärts. Ja, fokussen, fokussen, fokussen. Wir nehmen jetzt einfach mal hier so ein und dann. Merkt halt so ein bisschen den fehlenden Heiler. Verstärkt die Deckung! Ich habe keine Ahnung. Ah, sie haben von Dings ein Schild bekommen, wie es ausschaut. Dann kriegen die nicht so viel Schaden, wie es ausschaut. Ich habe keine Ahnung. Oh oh. Oh 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 oh. Standhalten, oh, oh, oh. Männer! Haltet aus! Leise wie der Wind. Niemand hält uns auf. Leise wie der Wind. Ja, das könnte jetzt. Das ist ja vielleicht alles auf. Alles auf Ashgorg fokussen. Hat irgendwie das Gefühl, wir haben hier kein eigenes Skelett da umgekriegt. Und der wird wahrscheinlich noch an dem Gift verrecken, aber ja, das ist doch eine zähere Angelegenheit als gedacht. Aber so hatte ich das vorher mit den Schraten erwartet, deswegen haben wir so eine riesen Armee da zusammengezogen, dass es ein bisschen zäher wird. Ich glaube, komplett Fokus auf Ashgorg, alles drauf, was geht. Andere Idee habe ich da jetzt nicht. So, verreckst du wenigstens noch? Na, sieht gut aus. So, holen wir wieder Goblins hervor. Bis der Rest wieder da ist. Ich glaube, wir probieren es mal mit 4 Goblins. Der Mana-Haushalt müsste unter Umständen eigentlich reichen. Ja, also die Episode werde ich wahrscheinlich etwas überziehen. Jetzt mal gucken, ob ich das jetzt so hinkriege. So, 4 Stück. Hoffentlich habe ich das jetzt nicht zu früh gemacht. Was hat die eigentlich für Sonderfähigkeiten? Keine. Ja, los, also Stufe 17, also alles, was ich jetzt an Helden habe, auf Ashgorg drauf, dann kann der zaubern, was er will. Dann kann ich nach und nach die Skelette dann wegmachen eigentlich. Also habe ich einen vergessen? Scheiße, ja. Der wichtigste eiserne Soldat habe ich vergessen. Das ist natürlich wieder auch Zeit, die mir verloren geht. Ja, dann mach ich's doch. Kleiner Cliffhanger sozusagen in der nächsten Episode weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Habt noch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.